Mittlerweile wisst ihr, wie man eine waschechte Balkanpizza mit Räucherfleisch und Kartoffeln oder auch mit Käse zubereitet. Und heute folgt die Variante mit Spinat, die mindestens genauso beliebt ist. Und dafür brauchen wir, na wer hätte es gedacht, Spinat. Ich habe hier Babyspinat, also der ist ein bisschen feiner, weicher und die Stiele sind nicht so hart. Deswegen lasse ich die dran. Solltet ihr den klassischen Spinat verwenden mit den relativ holzigen Enden, dann solltet ihr die entfernen, bevor ihr den Spinat in Streifen schneidet. Außerdem schneidet ihr die Zwiebeln in kleine Würfel und schwitzt sie in einer Pfanne mit etwas Öl an. Wenn ihr die Zwiebeln über dem Spinat verteilt habt, fügt ihr noch etwas Salz hinzu und jetzt wird das Ganze gründlich vermengt. Danach brauchen wir Käse. Entweder verwendet ihr, wenn ihr in Österreich lebt, Bröseltopfen, den gibt es in den größeren Supermärkten zu kaufen, oder ihr verwendet einfach Hüttenkäse. Diesen gebt ihr in eine größere Schüssel und fügt folgende Zutaten hinzu, und zwar Sauerrahm, Eier, Sahne und ihr würzt das Ganze mit Salz und Pfeffer. Jetzt nehmt ihr euren Yufka-Teig aus der Verpackung, den gibt es in den türkischen Lebensmittelgeschäften zu kaufen oder in der Balkanabteilung der Supermärkte. Alternativ könnt ihr auch den Strudelteig aus dem Supermarkt verwenden. Von der Gesamtmenge an Blättern entnehmt ihr 2 Stück und stellt sie zur Seite, die brauchen wir für die Oberfläche wieder. Und den Rest schneidet ihr auf die Größe der Backform zu, wobei wir natürlich alle Blätter verwenden, also sowohl diese schmalen Streifen als auch die anderen. Danach befettet ihr die Form und legt das erste Blatt hinein. Gerne auch die kleinen, unschönen Stücke, die verwenden wir natürlich ebenfalls. Weil sich der Käse gerne am Boden festsetzt, solltet ihr die Käsemischung stets gründlich umrühren und danach verteilt ihr 2 bis 3 kleine Schöpfer auf dem ersten Blatt. Darüber verteilt ihr ein wenig von der Spinat-Zwiebelmischung, darauf folgt dann das zweite Blatt, dann wiederum Käse und Spinat und so weiter, bis alle Blätter, bis auf die 2, die wir auf die Seite gelegt haben, verbraucht sind und natürlich auch die Füllung. Die 2 schönen Blätter legen wir jetzt in der Mitte so übereinander, dass sie sich überlappen und sie sollten auch an den Rändern über die Form drüber stehen. Danach besprühe ich die Blätter mit etwas Wasser, damit ich sie leichter händeln kann und damit das Ganze einen schönen Abschluss hat, drücke ich die Blätter mit Hilfe eines Messers quasi zwischen Backform und Teig. Ja, und so schaut das Ganze am Ende aus. Zum Schluss alles mit etwas Öl bestreichen und in den vorgeheizten Backofen geben, und zwar bei 220 Grad Ober-Unterhitze für ungefähr 35 bis 40 Minuten oder 200 Grad Umluft für 30 bis 35 Minuten. Sollte eure Pizza an der Oberfläche schnell dunkel werden, einfach mit etwas Alufolie abdecken und weiter backen. Während sie im Ofen ist, könnt ihr das Wasser mit der Butter kurz erhitzen, denn sobald wir sie herausgenommen haben, wird sie mehrmals mit einem Messer eingestochen und mit dieser Wasser-Butter-Mischung übergossen. Danach kommt sie zurück in den Ofen für weitere 5 Minuten und ihr könnt servieren. Ihr solltet sie natürlich lauwarm bzw. heiß servieren, aber ich muss sagen, Seljanica, also Spinatpizza, hat auch was, wenn sie kalt ist. Ist auch ein richtig cooles Fingerfood. Ich hoffe, dieses kurze, knackige Video zu einem Balkan-Klassiker, und zwar das erste Video in diesem Jahr, hat euch gefallen. Und wenn das der Fall ist, würde ich mich freuen, wenn ihr mich auch auf Facebook, Pinterest, Instagram und TikTok besucht und diesem Video einen Daumen hoch gebt. Und natürlich würde ich mich auch über einen Kommentar von euch freuen. Zum Beispiel könnt ihr mir schreiben, welches meiner Rezepte euer Lieblingsrezept ist.